Herzlich willkommen hier im regenreichen Thüringen. Wir werden heute Bäume fällen, dass wir ein paar Bäume zu liegen haben und auf Gelegenheit alle zum Säge wegfahren und verkaufen. Um das Geld zu verdienen, ein Pfanne fürs Sägewerk, den Einkauf verkaufen, weil den wir nicht aufgrund der Tatsache, dass hier eine neue Karte kommt, nicht nutzen. Aber ein bisschen Geld verdienen wir trotzdem dafür. Knapp 1 Million. Das wird eine arbeitsreiche Herbsttag. Ne, also, letzter Herbsttag. Ich habe ja nur umgestellt auf 6 Tage. Damit haben wir die Zeit entsprechend nutzen wir halt für Holzarbeiten. Ne? So, dann lassen wir die Geschwindigkeit 5 durchlaufen. In der Erntezeit würde ich auf 1 machen, aber bei Holz machen wir 5 weiter. Damit die Zeit halt vergeht, ne? Wo hingegen müssen Tiere versorgt werden, mit Futter und Wasser. Wasser hätten sie zur Not in der Pumpe, aber Futter muss halt gemacht werden und Stroh, ne? Und geht da ein bisschen nicht wegfahren. Ja, die Feldarbeiten sind fertig. Die Maschinen sind bis auf ein Fahrzeug weggeräumt. Wie so dick. Hat eine Schräge. Der Malenbäume kann alle fällen. Keine Bäume, die man nicht fällen kann. Also normalerweise die Fichten hier, die Tannen oder die hier, kann er alles fällen. Das ist der große Harvester. Der kleine kann die kleinen Rosen nicht fällen. Den kleinen würde ich nicht kaufen. Das macht ja keinen Sinn. Keine Bäume zu fällen. Hier ist ein Gewitter. Das ist untypisch für ein Herbst, ne? Aber gut. Kurze Gewitter gibt es auch im Winter, aber halt nur kurze, ne, weil die Energie halt fehlt. Ne. Fangen wir von vorne an. Ist das? Ja, viel Holz, ne? Haben wir im Wald, zum Glück. Aber nicht alles geschafft. Einzige Blöde ist, dass wir keine Abwechslung haben jetzt. Bis auf Tiere besorgen. Ne? Also geht es dann im Marsch weiter mit der Ernte. Da ist es zum Glück ein bisschen jetzt verschoben, ne? Das von der Jahreszeit her. Man sieht da das gleiche auf den Beinen jetzt gleich. Hat sich aber irgendwie so ergeben, dass beides gleich wurde. Und da haben wir jetzt voll die Ernte angefangen. Und da brauchen wir noch eine Weile für.
Und das nennt sich hier Frühling. Wenn Unkraut noch mehr ist, wird. Letzte Herbsttag. Deswegen machen wir jetzt keinen großen Aufwand. Dann würde ich sagen, machen wir Unkrautbekämpfung. Das ziehen sie mir so, das wächst ja nicht punktuell. Aber wenn zu viel wird, dann muss ich mir da was einfahren lassen. Wir haben ein paar Dinge da. Fahrzeuge, die das entsprechend bekämpfen können. Schauen wir mal, ob wir im Frühjahr eingreifen wollen müssen. Ein Baum nach dem anderen, ne? Oben hoch. Da kriegen wir eine Reihe. Heute Holz, morgen verkaufen. Also, Folge. Ja, schon wieder 18 Uhr bei mir. Und mir fehlt mir heute die Energie. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß wieder Arbeitsstress. Ja, geplante Familie ein Vierteljahr Urlaub. Gut auf hochrechnen, ja, Vierteljahr. So, das ist der grobe Plan. Genaue Information weiß ich nicht. Aber mal sehen, jeden Tag leiste. Na, mal schauen. Muss ich irgendwas finden, was Spaß macht, ne? Für alle. Der auch funktioniert, das muss man dazu sagen, ne? Das ist immer das größere Problem. Was mehr Richtung Netzwerkleiste vom Betreiber angeht. Also. Muss ich mal, oder? Mit der Anrufe, da kommt ja auch, haben sie richtig angesteckt, dann wird das geprüft. Ach, dann wird das hin und her. Ich muss den mal per Telefon rufen. Und dann sagen, ja, kann ich auch decken, dann kann ich intervenieren. Ja. Da haben wir ein Fernsehproblem gehabt. Wir konnten gar nicht verstehen, dass ihr Kabel zu kurz war. Und ich habe vorgesagt, wenn es tagsüber noch funktioniert und dann plötzlich nicht mehr, dann liegt es auch nicht am Kabel, ne? Dann liegt es aber woanders. Aber der wollte mich unbedingt in diese Gebührenfalle tappen lassen. Ich gehe durchschaut. Deswegen rufe ich da über sowas nicht an, das ist ja das Problem. Im Grunde, sag mal so, die haben allgemein Probleme, ne? Also hörst du öfter mal Meldung, dass viele Fehler bei dem kommen. Im Grunde bin ich ja froh, wenn überhaupt jetzt da ist, ne? Ich habe ja mal eine Zeit, da war das fast mehrmals wöchentlich komplett weg, ne? Wie gesagt, eine Leitung und zu wenig Kapazität.
Werbeaktion, halben Preis und so. Vier neue Kunden gewonnen und dann war plötzlich alles überlastet. Kein Wunder. Welt. Ja, die Woche oder überhaupt jetzt die Folgen, viel Holz. Obwohl man zusagen muss, ich werde hier nicht lange fackeln. Wenn es dunkel wird, da geht es halt schlafen. Also 20 Uhr bis nächsten Tag um 8 Uhr soll ich schon schlafen. Und so kriegen wir die Zeit auch um im Winter, ne? Denn das müssen wir nie antun, ne? Bis zum Frühjahr wieder andere arbeiten können, ne? Angefangen vom Gras bis hin zum Düngen und Aussaat nicht, aber Gras würde kommen auf Feld Nummer 38. Dann zum Frühjahr, sobald wir im Frühjahr einmal schneiden können. Dann wird das sofort hinterher ruppern und Mais auspflanzen, wenn es zeitlich noch ausgeht. Müsste normalerweise funktionieren. Dann können wir noch Mais anpflanzen. Mal Körnermais. Die Lage denke ich noch auf Kreide machen und das Gras verarbeiten zur. So. Mal sehen, wie lange unser Heu reicht, ne? Die Trocknung arbeitet ja auch wieder. Die Lage ist auch noch Gras drin, wir haben noch Gras im Lager, so. Das heißt, wieder reinfahren zum Trocknen und dann geht schon eine Weile. Und Stroh haben wir auch noch reichlich. Ballen voll und Lager. Im Lager würde ich gerne lose lassen für die Tiere. Zum Streuen. Und die Ballen halt nicht schon direkt reinbringen. Wo die aktuell fast voll ist, ist Stroh und einzig Heu wäre noch ein bisschen Platz, aber das reicht locker, weil aktuell ist ja nicht voll wieder voll. Und das heißt, man braucht zur Zeit nichts. Darum ist da auch kein Stress in der Beziehung, nur dass wir zum Frühjahr zum Zufrieden wieder voll haben. Was wir dann im Sommer und im Frühling mit dem nichts zu tun haben. Aber das lässt sich ja machen, ne? Lassen wir einen Allreif oder Prospekt losfahren. Haben wir einen extra für gemacht für das Prospekt. Silage und Heu. Dann würde ich sagen, fahren auf eure Kurve ein, aber das lohnt sich ja nicht. Weil neue Karte muss man eine neue Kurve einbauen. Ne? Zumal sich hier einiges verändert. Produktionsmäßig und so. Aber mal schauen. Gucken hier. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein, für die Folge im Regen und beim Holz. Morgen geht es weiter mit, ja, machen wir einen Baum noch und dann schalten wir morgen ein bisschen Holz fahren, ne? Ja, dann mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao, ciao. Ja.
Morgen geht's weiter mit Hausfahren. Tschüss.